Sehr schön, jetzt geht's mit. Vielleicht doch ein bisschen besser, ne? Also, willkommen zum UDK Showcase Number One Part 2. Genau. Wir haben gestern Abend hier schon ein Set gehabt und da wurde die erste Hälfte der 13 Songs gespielt. Heute kommt die zweite Hälfte. Was ist, also gestern habe ich auch schon eine Ansage gemacht und danach habe ich gemerkt, ich habe alles, also ich habe tausend Sachen vergessen. Deswegen habe ich es mir eben aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich probiere mal. Vor über einem Jahr ist diese Idee entstanden für das Konzept oder das, was ihr heute Abend hier hört. Anna Wegitsch von der Hochschule, von der Universität der Künste und Ming kam zu mir, eine Kollegin aus dem schulpraktischen Klavierspiel, und hatten die Idee des Projektes Showcase. Und ich habe gedacht, was soll das sein? Showcase? Was ist das für eine Idee? Und irgendwann so, nachdem wir dann ein bisschen länger zusammengesessen haben bei ein paar Gläsern Wein, wurde mir das klarer, was gemeint ist. Es war die Wahrheit liegt im Wein, nicht wahr? Manchmal zumindest, manchmal auch nicht. Aber es war auf jeden Fall, haben sie mich total mitgenommen. Die Idee war, es gibt Lockdown, es gibt nichts zu tun, außer sich online manchmal gegenseitig Sachen vorzuspielen oder online zu unterrichten. Was kann man tun, um trotzdem kreativ zu bleiben? Songs schreiben und ein Konzert planen. Das war der Ursprungsgedanke. Da sind wir dabei geblieben, haben Songs zusammengesammelt, jede Menge, haben geprobt. Irgendwann durfte man wieder so ein bisschen proben, dann durfte man es wieder nicht mehr. Und dann kam die Idee dazu, naja, es ist ja alles nicht ganz so leicht mit den Konzerten, vielleicht nehmen wir was auf. Die UDK hat glücklicherweise eine ganz tolle Tonmeisterabteilung. Die hat sich bereit erklärt, diese Songs, und es sind 15, 16, 14, sind es doch nur 14? Na siehst du, 15, also war ich doch relativ richtig. Diese 15 Songs ganz professionell aufzunehmen, das haben wir dann getan. Dann wurden die aufgenommen in wilden, viel Arbeit. Und dann war immer noch der Gedanke, das irgendwann mal zu spielen. Vor Publikum, vielleicht auch als Livestream. Ist wohl... Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Mal oder 5 Mal den Termin verschoben, weil es immer nicht erlaubt war. Es war nicht erlaubt, es war nicht erlaubt. Und irgendwann haben wir auf unbestimmt verschoben. Bis gestern und heute. Jetzt können wir es live machen. Genau. Das heißt, ihr hört heute Studenten, Studentinnen der Universität der Künste, der Lehramtsstudiengänge mit ihren eigenen Songs. Viel Spaß! Ja, hey, ich bin Nico. ich darf die Show heute eröffnen und wenn man so eine Show öffnet, ist es eigentlich immer so, entweder ist man besonders gut oder man versucht das irgendwie zu überspielen, indem man versucht, witzig zu sein. Deswegen würde ich euch gerne einen Witz erzählen. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Okay, haben wir das auch abgehakt? Dankeschön. Gut, alles klar. Also... wir singen jetzt meinen Song Ich trinke auf dich. Der Song kommt wirklich von Herzen und ja, ganz viel Spaß dabei. Die schwarz-weißen Bilder an der Wand, alles, was noch übrig blieb. Ich reiß mein Herz raus und schmeiß es in die Lostrommel und wart drauf, wer als nächstes zieht. Bis dahin macht's die Mischung aus Tränen und Blut, aber macht nichts. Die frische Luft tut gut, hab mein Kompass verloren, alle Bremsen eingefroren und kein Plan, wohin die Reise geht. Doch ich hab einen Gruß unter meiner Haut, der ist nur für dich, doch ich sag niemals laut. Ich lass ihn los, ob er wiederkommt, wollen wir mal sehen.
Es ist so unscheinbar bei allen anderen. Mit dir fängt es plötzlich an, von Kopf bis Fuß zu wandern. Mal setzt es aus, dann setzt es wieder ein. Und schreit, bitte, bitte, lass mich einfach nur noch bei dir sein. Scheißegal, wie lange ich noch warte. Dein Name ist dort eingebrannt, so lange wie ich atme. Ich trink auf dich, auf dass du meine Welt endlich wieder gerade drehst, Baby. Je tiefer ich in den Schacht aus Leere fall, desto mehr wird mir einiges klarer. Ich sehe, was es ausmacht, dass ich an Tagen voller Wut und voller Fragen nicht immer ungehindert für dich da war. Du fragst, ist alles okay? Ich sag ja, doch es tut mir weh. Sag's immer und immer und immer und immer wieder. Ich einfach zu vergessen, anstatt ständig zu vermissen, wäre mir sicher deutlich lieber. Doch ich hab einen Gruß unter meiner Haut. Der ist nur für dich, doch ich sag ihn niemals laut. Ich lass ihn los, ob er wiederkommt, wollen wir mal sehen. Es ist so unscheinbar bei allen anderen. Bei dir fängt es plötzlich an, von Kopf bis Fuß zu wandern. Mal setzt es aus, dann setzt es wieder ein. Und schreit, bitte, bitte, lass mich einfach nur noch bei ihr sein. Scheißegal, wie lange ich noch warte. Der Name ist dort eingebrannt, so lange wie dass du meine Welt endlich wieder gerade drehst. Wieder gerade drehst. Wieder gerade drehst. Ich trinke. Gerade drehst. Dankeschön. Danke, Boris. Sorry. Jetzt sind alle wach. Ja, hey, ich bin Cheyenne und jetzt kommt mein Song, der heißt That Girl. Thank you.
wish that I could kill her. Wish that I could kill her. She was so sad, and her emotions were all over the place. I was overwhelmed, so I held her in my warm embrace, embrace, embrace. I wish that I could kill her, but she made me see that if I were to harm her, she wouldn't let me be. I wish that I could kill her. I could kill her. Jetzt spielen wir Almighty. Wonderful way, my God, for this beauty.
So, damit das auch alles ordentlich hier läuft, hat jeder sein eigenes Mikro. Genau, mein Song, den wir jetzt spielen, heißt To the Ocean. To breathe, I just need some time to think. I want to break out, I don't want to get lost. And I will break out, I won't get lost. I can't wait.
Ich bin Mareike. Mein Song heißt Test. Viel Spaß. Eventually tastes this little drug called love, and won't last, but it won't be so bad. Just might drive me mad. Moment. Jetzt kommt der Blues.
Ja, vielen Dank. So, jetzt kommt mein Song, Blues for a Stranger heißt der. Viel Spaß. When I walked out my door this morning, I straight up felt alone. Although the world seems busy, I just wanna go back home. 'Cause when people pass me by all day and night, I don't seem to care at all. When I'm at the workplace, I wonder if I'm even here. No one would ever notice if I one day disappear. I keep my borders high up in my mind, and no one will find me here. Once I come home in the evening, my soul feels warm again. If I had to wait to find, I could barely count to ten. If she waits for me to stop this misery, then she holds me tight and I'll make it through the night. Babe, please never let me go, 'cause once you're gone for good, I will drift off and lose all control. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. So, Julia kommt schon auf die Bühne. Nee? Nochmal eine Ansage. Ich muss ja noch ein bisschen was sagen, bevor das letzte Stück kommt. Und bei 20 fällt mir als allererstes auf, das ist ein unfassbarer Kabel- und Planaufwand gewesen hier. Und das hätten wir im Leben nicht geschafft, wenn Vincent nicht so gute Nerven hätte und das alles so toll gemacht hätte. Vincent am Ton, danke. Genau. Und dann gibt es natürlich jemanden, der hat Vincent sozusagen engagiert und der hat das ganze Ding hier überhaupt möglich gemacht. Im Schweiße seines Angesichts ist er hier rumgerannt und hat auch verkabelt und hat uns zum Essen geschickt und hat dieses und jenes gesagt und hat seinen wahnsinnig schönen Club zur Verfügung gestellt. Sedal, danke. Genau. Und wir sind alle froh, ne, dass man wieder in Jazzclubs gehen kann. Und jetzt soll das auch bitte so bleiben, das wäre toll. Das haben wir alle vermisst. Es gäbe noch ganz viele Leute, die ich erwähnen müsste. Und ich mache das jetzt einfach nicht, weil ich noch ein paar wichtigere nennen möchte, nämlich die ganzen MusikerInnen, die jetzt hier gerade zu hören waren und gleich noch zu hören sind. Ich muss es mir aufschreiben, weil das ist, ich vergesse sonst jemanden. Luca Wege am Klavier. Jamal Sultansay, auch am Klavier. Wanderherr am Gesang. Wanderherr am Gesang. Camilla Meisterjan am Klavier. Leo Weber am Schlagzeug. Roland Jurisch am Bass. Und da muss ich noch was zu sagen. Heute Morgen hat mich Leonie Geisler, die eigentlich hier Bass spielt in diesem Projekt, angerufen und hat gesagt, es geht einfach nicht. Ich gehe mal nicht in die Details, aber es war klar, es wird heute Abend nicht gehen. Und Roland ist eingesprungen, mal gerade eben so. Vielen Dank. Okay, genau. Und dann Theo Hartmann an der Gitarre. Maxi Steinke am Gesang. Livia Tauer am Gesang. Luca Efan am Gesang. Mareike Hess am Saxophon. Arne Schüler an der Trompete. Cheyenne Turner, Gesang und Gitarre. Nico Heinemann, Gesang. Komposition natürlich auch. Elisabeth Baumann am Klavier. Und Ronja am Cello. Ich weiß deinen Nachnamen gar nicht. Ronja am Cello. So, genau. Habe ich jemanden vergessen? Helft mir. Ach, das ist unwichtig. So, erstmal, wir freuen uns so sehr, dass wir hier sein können, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu spielen. Und als dieses Projekt losging, was ja vor einem, was haben wir jetzt, guten Jahr war, war das ja auch alles ganz anders geplant und das Konzert hatte ja Julia alles schon gesagt. Und überhaupt aber eine riesengroße Unterstützung war eben Julia, die uns immer unterstützt hat und so an uns geglaubt hat und immer da war und genau deswegen wollten wir dir ein riesengroßes Dankeschön sagen. Vielen, 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 vielen Dank. Und ich bin auch gleich weg, ich verspreche es. Ihr hört gleich das letzte Stück. Ich muss aber trotzdem hier, das ist die CD, UDK Showcase. Und ich habe das gestern nicht ordentlich angesagt. Es ist so, es gibt das alles auf Spotify zu hören, aber es gibt einen riesen Vorteil, wenn man so eine CD hat. Man kann sich Autogramme holen. Von jedem Einzelnen. Es sind fast alle da. Ich habe CDs da und eine Spende
gegen eine Spende zu bekommen. Ich würde mal sagen, eine Spende in vielleicht nicht unter 15 Euro, oder? Sowas in der Art. Kommt alles den Studenten zugute. Okay, viel Spaß beim letzten Stück. Nee, wir sind noch nicht fertig. Es waren ja noch mehr Leute beteiligt. Doch, zum Glück. Unterstützt. Ja, du warst so schnell, weißt du? Genau. Einmal Anna Begic. Ich weiß nicht, bist du hier? Wir haben für dich auch noch einen Blumenstrauß. Komm mal her. Genau. Die auch immer tatkräftig bei der ganzen Organisation dabei war und überhaupt das Projekt zum Rollen gebracht hat. Also. Dann Tanja. Für dich auch. Danke für deine Unterstützung. Die uns immer tatkräftig gecoacht hat bei dem Gesang und bei den Tonaufnahmen, Studioaufnahmen dabei war und immer dabei ist, um uns zu unterstützen. Und genau. Und natürlich an Cedal. Danke, dass wir hier spielen dürfen, dass uns die Möglichkeit gibt, hier zu spielen. Vielen, vielen Dank. Und zwei Leute haben jetzt, wurden noch nicht erwähnt. Einmal Simon Dupp und Thomas Eisfeld, genau, vielen Dank. Die Tonmeister, die alles mit uns aufgenommen haben, vor allem alles gemischt haben, Stunden, Nächte, was auch immer, also wirklich krass viel Zeit in dieses Projekt reingesteckt haben. Und genau, auf jeden Fall auch nochmal großen Applaus für die beiden, bitte. Und natürlich, es sind so viele dabei gewesen. Und nicht zu vergessen, Ming auch, die das ganze Projekt auch mit zum Laufen gebracht hat, genauso wie Anna Begic und Julia. Und die ist leider heute nicht hier, aber auch ein riesengroßes Dankeschön an Ming. Und jetzt bitten wir bitte mal Jamal Sultansay auf die Bühne, weil jetzt kommt Schiss! Los geht's! Sagen. Und zwar Vincent am Ton auch nochmal Applaus, danke Mensch hier. Hey. Und ihr, dass ihr heute hier seid. So, alright. Ja, ihr habt den Laden ordentlich eingeheizt, jetzt machen wir weiter. Okay. Ja, Leo, willst du schon mal ein bisschen grooven? One, two, three, four. Wait, yeah. Alright. Ich nutze das für die Ansage, weißt du? Das war der Plan, okay. Okay, Leute. Jetzt spielen wir Schiss. Ein Ratgeber für einen Umgang mit vollgeschissenen Windeln. Alright. Morgen, Mittag und Abend das Gleiche. Die Frage danach, wie viel und was ich heute erreiche. Der Druck baut sich auf, die Spannung ist groß. Schaffe ich meine Ziele, ziehe ich das Große los. Und was, wenn das alles hier nichts wird? Komme ich in die Hölle oder bin ich nur verwirrt? Fragen über Fragen, Zweifel und Sorgen. Das tägliche Gewissen grüßt mich jeden Morgen. Oh, denn ich hab Schiss. Die Windeln sind voll Schiss. Ein Wechsel wäre so toll, aber sind so weich, warm und bequem. Aus dieser Komfortzone will ich nur was geht. Schiss. Die Windeln sind voll Schiss. Ein Wechsel wäre so toll, aber sind so weich, warm und bequem. Aus dieser Komfortzone will ich niemals gehen. Spaghetti-Topf. Oh, ich hab Schiss. Die Windeln sind voll Schiss. Ein Wechsel wär so toll, aber was? Sind so weich, warm und bequem. Trotz der komfortablen Zone will ich niemals geschissen. Die Windeln sind voll Schiss. Ein
Wechsel wäre so toll, aber wir sind so weich, warm und bequem. Aus dieser Komfortzone will ich niemals gehen. Ich hab Angst davor, den nächsten Schritt zu wagen. Raus aus deinem Kreislauf, aus dem gewohnten Laden. Aber Tante Emma backt so leckeren Apfelkuchen. Jeden Sonntag frisch, wer außer mir soll sie denn sonst besuchen? Irgendwelche Gründe fallen dir immer an. Doch gehst du nicht den Schritt, musst du noch lernen, wahres Selbst zu sein. Öffne deine Augen, für Tante Emmas Torte. Stück für Stück, probier doch mal eine andere Sorte. Stück für Stück, findest du die nächste Pforte. Stück für Stück, du brauchst nur weise Worte. Nach Jahren der Lehre, Hause dieser weißen Frau, zog ich meine Windeln aus. Ich wusste, eines Tages komme ich raus. Ich begab mich auf die Reise, lernte viele Lektionen, auch über Scheiße, ohne Windeln auf der Durchstation. Jetzt stehe ich hier und mein Schiss reißt noch immer, nicht durch andere Länder, nein, durch mein Innern. Diese Reise wird auch noch eine ganze Weile weitergehen. Sie nennt sich Leben und auch mit Schiss werde ich sie überstehen. Denn wir haben Schiss, jede Winde wird mal voll Schiss. Nur den Wechsel musst du wollen, komm aus deinem Kreis und du wirst sehen, auch mit Schiss kannst du es dir gehen. Denn wir haben Schiss, jede Winde wird mal voll Schiss. Nur den Wechsel musst du wollen, komm aus deinem Kreis und du wirst sehen, auch mit Schiss kannst du es dir gehen. Schoke! Komm mal alle auf die Bühne! Jetzt ist es an. Es an, das Mikro. Okay, der nächste, also die kleine Zugabe, die wir jetzt spielen, heißt Schlichtung. Thank you.
Ich rede einfach weiter, genau. Ich bin da ganz gnadenlos. Es gibt eine kleine Pause und um 15:15, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, geht es weiter mit dem zweiten Set. Es ist sehr schwer, danach jetzt zu spielen, aber wir machen es trotzdem. Mia, Marc, Eva und ich. Bis gleich.